Ich kannte Bonhoeffer gar nicht. Ich habe eigentlich angefangen, in der HTL in die Schule zu gehen. Mein Bruder ist aufs OAG gegangen und ich war damals noch in der Mittelschule. Ja, also ich bin in Bogenhofen aufgewachsen und geboren. Irgendwie hatte ich mehr und mehr Lust drauf, hierher zu kommen. Einfach, weil ich gemerkt habe, boah, das stärkt meinen Glauben so und hier habe ich Chancen, die ich auf der öffentlichen Schule nicht haben würde. Zuerst war ich mir selber unsicher, ob das geht und auch meine Eltern. Also es war ganz schnell und ich habe nicht erwartet auf jeden Fall. Ich wollte auf eine adventistliche Schule, weil ich geglaubt habe, dass das Niveau einfach anders ist dort, der Umgang miteinander. Hier habe ich so gelernt, was es heißt, wirklich für die Schule was zu machen. Auch dadurch, dass wir kein Handy haben, auch keine Ablenkungen mehr da sind, die zu Hause schon massiv sind. Man hat nicht so viel gemacht. Ich war meistens zu Hause und hier, man hat viel mehr Gemeinschaft. Man betet jeden Morgen, man hat immer Andacht und das ist echt ein richtiger Segen. Bogenhofen ist ein toller Ort, wo man seine Gaben und Fähigkeiten ausleben kann. Wo es sehr schön ist, wenn gutes Wetter ist, wenn die Sonne scheint, wo man richtig auftanken kann. Eine viel freundlichere und schönere Atmosphäre als auf einer öffentlichen Schule. Der Unterricht ist sehr familiär, weil wir sprechen unsere Lehrer mit Vornamen an und das war für mich auch eine krasse Umstellung am Anfang. Aber ich finde, es ist sehr gemütlich und man kann sich wohlfühlen und auch man schämt sich nicht, Fragen zu stellen. Mathematik mit Wilhelm Taraba. Er macht einen Unterricht spannend und er ist sehr gut in seinem Fach und er gestaltet den Unterricht einfach perfekt. Unsere Spanischlehrerin mag ich sehr gerne und sie macht es voll gut, finde ich. Sie motiviert auch so. Und auch Englisch, also es gibt ja hier auch immer die SMs und so und allgemein Leute, mit denen man halt auch Englisch reden kann. Die Gebetswochen sind dann auch oft auf Englisch. Also ich finde, es ist eine gute Vorbereitung. Ich habe schon gelernt, Sozialkompetenz, ja, Verantwortung zu übernehmen, auch die Angst vor Vorspielen oder sowas, indem man zum Beispiel im Orchester spielt oder im Chor oder einfach vorne Songservice macht, nimmt dir schon die Angst oder du lernst mit der Angst umzugehen. Also für mich war es eher die Jugendgruppen, muss ich sagen, weil da habe ich auch einfach mit vielen neuen Leuten geredet und auch mit so Theologiestudenten, die haben mir neue Ansichten gezeigt und so, ja. Ich finde die Jugendreisen immer sehr schön und toll. Gibt es jetzt durch das neue System Workshops am Sabbat, das sind dann sehr coole Sachen, zum Beispiel es war Kanufahren, dann sind wir wandern gegangen und es gab auch mal einen Kinoabend. Ich finde es richtig cool, dass man hier in Bogi so Arbeitsnachmittag zum Beispiel hat, weil man da auch richtig viel dazulernen kann und wenn man jetzt Arbeiten macht, die einem nicht so gefallen, kann man auch ja, dazulernen und charakterlich wachsen. Es ist ein sehr gutes Miteinander da und ein sehr liebevolles Miteinander. Also es ist nicht der Himmel auf Erden, aber es ist sehr nah dran. Also was ich mir auf jeden Fall sehr wünsche, auch teilweise in Bogenhofen hier schon umsetzen zu können, so einen starken Charakter, eine Beziehung zu Gott aufzubauen und Freunde fürs Leben auch zu finden, so Kontakte, die länger halten. Ja, also jetzt erstmal die Matura bekommen, weil ich will unbedingt studieren gehen danach. Du musst auf jeden Fall herkommen. Das ist eine Entscheidung, die du nicht bereuen wirst. Solange ich hier in Burgi bin, will ich auf jeden Fall die Matura echt gut schaffen. Beziehung mit Gott ist mir sehr wichtig und auch Beziehung mit Menschen richtig führen. Bogenhofen hat mich tief geprägt, in meinem Glaubensleben, aber auch im Miteinander mit anderen Menschen. Gott hat tief in mein Herz gewirkt und somit stelle auch ich dir die Frage, bist du bereit, die Geschichte deines Lebens neu zu schreiben?